Die Bank of Japan wird die Leitzinsen in diesem Jahr nicht weiter anheben, sagt ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Zentralbank. Makoto Sakurai erklärte gegenüber Bloomberg, dass erneute Zinserhöhungen frühestens im März nächsten Jahres zur Diskussion stehen. Die Aktien- und Kryptoanleger können somit vorerst aufatmen, da die letzte Zinserhöhung schwere Turbulenzen verursachte. Der plötzliche Zinsschritt traf vor allem Teilnehmer des Yen Carry Trade unvorbereitet und führte zu massiven Schuldenabbauten. Anleger mussten schnell Vermögenswerte verkaufen, um Yen-denominierte Kredite zu bedienen, was den Markt erheblich belastete. Die japanische Zentralbank beruhigte daraufhin die Märkte und stellte keine weiteren Zinsschritte in Aussicht bei instabilen Börsen. Sakurai betonte jedoch, dass Zinserhöhungen für Japan notwendig seien, um die lang bestehende Niedrigzinspolitik zu normalisieren. Diese Meldung erschien zuerst auf BTC Echo.